Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder zum Thema The Kaiju Cleanup. Für die von euch, die es nicht wissen, The Kaiju Cleanup oder eben wie er im Original Japanischen 1:1 übersetzt heißt, nach dem Kaiju, ist ein neuer Kaiju-Film, der uns im Jahr 2022 eilen soll. Und man weiß noch nicht genau, ob er auch wirklich in Deutschland in den Kinos kommt oder eben nur in Japan. Er hat aber, wie gesagt, auf jeden Fall einen amerikanischen Titel und der heißt eben The Kaiju Cleanup. Wir haben uns in dem Video, was ich euch hier oben mal verlinke, bereits über das Thema unterhalten und so unsere eigenen Theorien zusammengesponnen, worum es denn da wirklich gehen könnte, haben den Teaser ein bisschen analysiert, der nicht viel sagt tatsächlich. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden halten werde, wenn es News dazu gibt. Es sind mehr Leaks, also mehr Gerüchte, weil Leaks sind immer so eine Sache, die können entweder richtig sein oder komplett falsch sein. Deswegen will ich auf der einen Seite hier mal eine dicke Spoilerwarnung aussprechen. Das kann sein, dass das jetzt stimmt. Es kann aber auch sein, dass kompletter Murks ist. Ich erinnere aber nur an mein Video zu Godzilla vs. Kong, wo ein ähnlich unseriöser Leak rausgehauen wurde und am Ende hat das eigentlich alles gestimmt, was da gesagt wurde. Dieser Leak wurde auf der offiziellen Fanseite von Godzilla geschrieben, der inzwischen aber auch schon wieder gelöscht wurde, leider. Ich habe leider keinen Screenshot davon machen können, habe das Ganze aber vorher übersetzt und kann das ungefähr noch wiedergeben, worum es denn da ging. Warum der jetzt gelöscht wurde, das kann zwei Gründe haben. Grund Nummer eins, er hat wirklich ins Schwarze getroffen. Und die Produzenten haben sich gesagt, nee, mach den Kommentar wieder weg, hier wird was gespoilert. Oder es war einfach so ein Nonsens, dass er selber gesagt hat, nee, mach ich wieder raus. Das wird sich dann erst entscheiden, wenn der Film wirklich erschienen ist. Noch dazu fand ich sehr seltsam, dass der Kommentar zu diesem Kaiju-Film auf der offiziellen Godzilla-Fanpage erschienen ist, weil der Film nichts mit Godzilla zu tun haben soll. Godzilla ist kein einziges Mal gefallen, in keinem einzigen Video, in keinem einzigen Kommentar. Hierbei wird es sich nicht um Godzilla handeln. Dass dieser Kaiju an Godzilla angelehnt ist, ganz klar, aber es wird eben nicht Godzilla sein. Ich habe jetzt hier die 1:1 Übersetzung vorliegen. Ich habe das Ganze eben aus dem Japanischen genommen. Ich habe mir quasi den Kommentar angeguckt und davon auch noch andere Beschreibungen, weil unter den YouTube-Videos zum Film waren auch noch ein paar Beschreibungen dazu gewesen. Ich habe mir die einfach jetzt genommen, habe sie in den Übersetzer reingeschmissen und habe sie dann übersetzen lassen. Wir fangen erstmal an mit den Beschreibungen. Die ist jetzt 1:1 so wiedergegeben. Großes Monster nach Shimatsu. Super Special News 2022, nationale Veröffentlichung. Das weist wohl darauf hin, dass das quasi ein Teaser ist, der auf irgendeiner Veranstaltung das erste Mal gezeigt wurde. Und danach geht es dann eben auch weiter mit der Beschreibung zum Text oder mit der Beschreibung zum Teaser. Und die hört sich wie folgendermaßen an. Das scheint ja auch ein Dialog bzw. ein Monolog zu sein. Was machst du mit dieser Leiche? Ist wahrscheinlich eine Frage vom Film an den Zuschauer gerichtet. Die Geschichte eines Riesenmonsters, das jeder kennt. Und nein, nochmal, hier heißt es nicht, dass es sich um Godzilla handelt. Denn hier ist ein Übersetzungsfehler mit drin, das habe ich auch herausgefunden. Japanisch ist sehr schwer zu übersetzen. Und deswegen hat man dann eben hier auch diese kleine Fehlstellung am Satz. Das Ganze heißt nämlich nicht die Geschichte eines Riesenmonsters, das jeder kennt, sondern eine Geschichte eines Riesenmonsters, die jeder kennt. Hier ist es auf die Geschichte gemünzt. Wahrscheinlich eine Geschichte, die im Film sehr präsent ist, eine Legende, wie auch immer. Die wird hiermit ganz klar angesprochen. Und nach dem Tod, den niemand kennt. Also die Geschichte eines Riesenmonsters, die jeder kennt, nach dem Tod, den niemand kennt. Hier wird der Tod nochmal selber mit eingebracht. Das heißt, der Film spielt wohl definitiv nach dem Tod dieser Kreatur. Jetzt kommen wir hier zu dem Leak. Angeblich soll der Film nämlich mit einem schwarzen Opener beginnen. Und wir hören erstmal die Stimme von zwei Leuten, die sich unterhalten. Und da soll wohl etwas gesagt werden wie: Das war ein Fehler, unsere Annahmen waren falsch, das sind die Konsequenzen. Und ich habe mir überlegt, okay, sollte das jetzt wirklich stimmen? Ich meine, es hört sich nicht so verkehrt an, es ist jetzt nicht übertrieben viel Material und es könnte wirklich den Zuschauer dazu bringen, zu Beginn des Films einfach Lust darauf zu haben, die Frage beantwortet zu bekommen. Wir haben also anscheinend jetzt hier wirklich einen Kaiju-Film, der einfach nur nach dem Tod eines Kaijus spielt. Was ich mal sehr interessant finde, und ich habe in meinem anderen Video schon drüber spekuliert, worum könnte es denn da gehen? Könnten wir Flashbacks bekommen und dann wird das Tier autopsiert und während der Autopsie findet man eben raus, was passiert ist. Jetzt habe ich allerdings eine andere Theorie, die tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation
Sinn machen würde. Godzilla hat damals angefangen, zumindest Godzilla von 1954 so rum, hat so ein bisschen die Angst vor Atomwaffen wiedergebracht. Und Godzilla hat generell öfter mal versucht, bestimmte Verweise auf Klimakatastrophen oder auf generelle menschliches Versagen hinzuweisen. Auch Biollante war ja eine ganz klare Metapher für Umweltverschmutzung. Und jetzt haben wir eben dann diesen Text, der eben ganz klar sagt, das war ein Fehler. Was war ein Fehler? Da haben andere in den Kommentaren drunter geschrieben, es würde wohl hierum gehen, dass man anscheinend Godzilla, nochmal, das ist nicht Godzilla, wurde wohl getötet, obwohl er eigentlich gar nicht die Bedrohung war, sondern eine andere Kreatur. Und deswegen sagt man eben hier, das war ein Fehler und wir müssen jetzt mit den Konsequenzen leben. Ich denke allerdings, dass das viel zu plump wäre und irgendwie wünsche ich mir auch, dass es das nicht ist. Ich glaube, hier geht es um einen Virus, deswegen auch aufgrund der aktuellen Situation. Vielleicht will man hier einfach wieder einen Film machen, der einen bestimmten Verweis in eine bestimmte Zeit irgendwie rückt. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo es eben viel um die Thema Viren geht, würde sich das ja tatsächlich irgendwo anbieten. Ja, klingt irgendwie falsch, das so zu sagen, aber es könnte wirklich sein. Das war ein Fehler, wird hier zu Beginn gesagt. Und war vielleicht der Fehler, diese Kreatur zu töten, bevor man wirklich wusste, was man danach mit ihr macht? Seit Info übrigens, dieser Kaiju soll laut eigenen Angaben der Produzenten der größte Kaiju sein, den man jemals auf der Leinwand gesehen hat. Er ist zwar tot und liegt wohl nur da, aber er ist wohl der größte Kaiju, den man jemals auf der Leinwand gesehen hat. Und das finde ich schon mal ziemlich geil. Was macht man mit so einem Vieh? Das ist eine sehr gute Frage, wenn es wirklich darum gehen sollte. Ich meine, habt ihr schon mal gesehen, wie Wale stranden, wie Wale entfernt werden müssen, was für ein Riesenakt das ist. Und dieser Kaiju, ich meine, schaut ihn euch mal im Trailer an. Der ist 100-mal so groß wie ein Wal. Da passen 100 oder 200 Wale rein. Wie entsorgt man so einen Kaiju? Der nächste Satz war eben dann gewesen, unsere Annahmen waren falsch. Was das bedeutet, da kann man wieder viel rein spekulieren. Kann natürlich auch sein, dass der Satz wieder falsch übersetzt wurde im Endeffekt. Unsere Annahmen waren falsch. Vielleicht würde das übersetzt bedeuten, dass man etwas unterschätzt hat. Man hat vielleicht die Auswirkungen unterschätzt, die Annahmen waren falsch. Man hat sich vielleicht gedacht, okay, das Vieh ist tot. Und damit haben wir dann quasi den Frieden gebracht über Tokio oder wo immer das Ganze spielen soll, auf jeden Fall über Japan. Und das sind die Konsequenzen. Die Konsequenzen wovon? Von dem toten Kaiju, die Konsequenzen könnten sein Krankheiten. Vielleicht werden bestimmte Tiere angezogen, vielleicht werden bestimmte Kaijus angezogen von diesem toten Tier. Ich glaube inzwischen auf jeden Fall, dass es hier in diesem Film rein um die Konsequenzen dieses Todes gehen wird. Wir werden kaum Flashbacks bekommen, die wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Wir werden nach und nach erzählt bekommen, was passiert ist. Aber dieser Film wird sich mit den Konsequenzen dieser toten Kreatur beschäftigen. Und das finde ich auch interessant. Ich bin wirklich gespannt auf den ersten Trailer, der uns angeblich aber erst 2022 gegen Februar treffen soll. Und ich habe wirklich Bock drauf, ein bisschen mehr über die Geschichte zu erfahren. Das war auf jeden Fall jetzt der Leak. Wenn der wirklich eintreffen sollte, finde ich es eine geile Sache, dass man eben sagt, okay, wir machen jetzt mal einen Kaiju-Film der ganz anderen Art. Nämlich, wir sehen in jedem Film, dass Kaijus sterben und dann irgendwie da rumliegen. In Godzilla vs. Kong wird dann der Muto gekillt und liegt dann irgendwo in der Stadt rum. Hat nie Konsequenzen gehabt, aber sowas hätte im echten Leben einfach Konsequenzen in der Realität. Weil, weiß nicht, wie lange braucht ein Wal, bis er irgendwelche Krankheiten freisetzt? Nicht sehr lange, bin ich der Meinung. Ich glaube nicht sehr lange, bis ein Leichnam wirklich anfängt, Krankheiten zu produzieren. Und in diesem Film könnte es wirklich darum gehen, dass eine Art Virus ausbricht, eben aufgrund dieser Krankheiten, die aus dem Tier herauskommen und dann wird das vielleicht noch zum Überfluss andere Kaiju anlocken. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wie gesagt, das war eben der Leak, das ist meine Theorie dazu. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Und freut ihr euch auf den Film? Seid ihr auch schon so gehypt wie ich, obwohl man eigentlich noch gar nichts darüber weiß? Würde mich mal sehr interessieren. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.